Herzlich willkommen zu einem neuen nachkommentierten Part von Mädchen2.de Germania. Ja, von mir hat man schon länger nichts mehr gehört, eigentlich sogar ziemlich lange nichts mehr. Die Aufnahme, die ihr da seht, die ist vom Februar 2022 und ihr habt auf jeden Fall sehr viele Aufnahmen nachzuholen, oder ich besser gesagt. Ich muss die alle noch schneiden, rendern, nachkommentieren und so weiter. Genau, also auf jeden Fall seht ihr jetzt, wie ich ganz viele Baguette-Truhen öffne, dann später auch irgendwo Rasa-Truhen, ich werde ein bisschen Alchiappen, ich werde, also Alchiappen, Kleinkram tatsächlich, und ich werde auch meine Ozeanschuhe versuchen zu haben, also guckt auf jeden Fall rein. Es kam jetzt lange Zeit nichts, ich habe, Protokolle geschrieben, Prüfungen geschrieben jetzt letztens, sind jetzt zu Ende gegangen, ich habe heute sogar, obwohl ab heute meine Ferien beginnen, habe ich heute sogar noch einen Termin in der Hochschule, zu dem ich hin sollte, muss. Ist halt eine Infoveranstaltung. Finde ich geil, echt gut geregelt, aber naja, was soll man machen? Prüfungen liefen sehr gut, ich bin auf jeden Fall zufrieden damit. Note wurde immens verbessert mit den Noten, die angekommen sind. Die müssen jetzt noch verrechnet werden, bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden damit. Und es werden jetzt mehr Mädchen2-Aufnahmen kommen. Ich werde gucken, wann ich die nachkommentiere, weil jetzt irgendwie alle sind in den Ferien so. Und vielleicht ist es manchmal ein bisschen laut zu Hause, deshalb, werde ich gucken, wie ich das machen werde. Ich habe vielleicht für 10 bis 12 Videos habe ich Mädchen2-Aufnahmen. Das ist ja im Prinzip, muss jetzt von Februar aus alles wieder aufholen. Ich bin mit Snow echt weit gekommen, also seid gespannt, wie der aktuell ist, der aktuelle Stand. Wird auf jeden Fall überraschend, und es werden auch ein paar andere Sachen kommen, nicht nur Jotun, sondern auch etwas, was man bei mir vielleicht nicht gedacht hätte, so die Leute, die mich kennen, da wird dann echt was auf einen zukommen. Aktuell spare ich entweder auf eine neue Waffe, besten also eine neue Glaive, oder halt ein neues Band. Dann muss man mal gucken, was auf einen zukommt. Die Tombola, die lief ja auch jetzt letztens zu Ende, also gestern ist sie zu Ende gegangen. Die lief bei mir echt gut. Also ich habe 13 Chars, mit denen ich das machen konnte, die kostenlose. Und ich habe teilweise Chars, die haben halt einfach, obwohl es halt echt nur die kostenlose war immer, irgendwie 3 Mondsteine gezogen mit der kostenlosen. Das hat sich halt echt gelohnt. Also ich habe, ich weiß es gar nicht, wie viele Mondsteine, ich habe keine Ahnung. Über 10 auf jeden Fall. Mich würde es nicht wundern, wenn es auch mehr als 20 sind. Also bei 13 Chars sind so 20, 30 Mondsteine. Die sind natürlich jetzt nichts mehr wert auf gemein. Also kriegst du jetzt vielleicht für einen Won oder so los. Vielleicht, wenn du Glück hast, für einen Won 20, einen Won 30, einen Won 50. Aber jetzt mehr eigentlich auch nicht. Genau, da ist Titandioxid auch konkurrenzfähiger mit einem Won. Genau, ansonsten die Preise sind, während ich nicht da war, echt krass, haben sich echt krass verändert. Also Jotun-Truhen sind bei 10k, deswegen werde ich die auf jeden Fall nicht verkaufen. Irgendwie Hindernisbücher sind bei, keine Ahnung, ein Kollege meinte, glaube ich, bei 52 oder 57 Won, wo ich mir dachte, yo, Alter, zu meiner Zeit waren die bei 19 Won. Krass auf jeden Fall. Und mal gucken, wie es jetzt mit Snow weitergeht. Der ist ja jetzt equipment-technisch ist er recht weit vorangeschritten. Ich bin mir da unsicher, in welche Richtung ich da jetzt hinarbeiten werde. Und seid auf jeden Fall gespannt auf weitere Aufnahmen. Es könnte auch sein, dass andere Games kommen werden, wie R6. Da zocke ich jetzt ein bisschen mehr wieder von. Ich habe jetzt angefangen, LOL zu zocken. Ich habe, keine Ahnung, 7-8 Jahre kein LOL gezockt und jetzt plötzlich wieder zack. Eine Runde LOL, eine Runde TFT hat Bock gemacht. Mal gucken, vielleicht kommt da was. Unwahrscheinlich, aber möglich. Ich habe mir Starbound geholt. Das Game könnte ich auch zocken für euch. Und noch ein paar andere Dinge, die ich zocken könnte. Also wenn ihr was sehen wollt, einfach Bescheid geben. Aktuell warte ich noch auf Outlast Trial, dass es hoffentlich dieses Jahr rauskommt. Falls Spielwünsche da sind oder sonstiges, einfach Bescheid geben. Weil Mädchen2 alleine ist für mich so, ja. Irgendwann hat man vielleicht keinen Bock mehr drauf, man braucht eine Abwechslung, und dann, wenn ihr irgendein Game auch noch sehen wollt, vielleicht auch mal wieder SO Hollow Realization, dann einfach Bescheid geben. Ich habe irgendwie 4 von 5 SO Games habe ich tatsächlich gekauft. Gespielt habe ich davon nur eins und nicht mal komplett. Und also man sieht jetzt auf jeden Fall die Rasa-Truhen.
Ja, ist viel passiert. Stream könnte ich theoretisch auch. Einfach Bescheid geben, was ihr sehen wollt. Genau. Hier ist irgendwie die letzten Rasertruhen, die waren. Naja. Also ich habe mich wegen der Teleringe auf jeden Fall gefreut. Hier jetzt die Ozean-Schuhe auf plus. Ich glaube 8. Ja, es müsste plus 8 sein. Leider fehlgeschlagen. Leider, leider. Ja. Dann wir kommen. Machst jetzt einen 7er Try. Let's go. Hat geklappt, hat mich gefreut. Und der 8er Try auch hinterher, nice. Den 9er Try, den gibt es, glaube ich, nicht. Und ja, hier die letzte Aufnahme. Und ich hoffe, euch hat's gefallen. Man sieht sich beim nächsten Mal wieder. Euer Snowball. Ciao.